Ich begrüße heute die Amabel mal wieder bei mir. Und wir reden heute über Glaubenssätze. Und zwar einen der vier ekligen Geschwister, ja, der vier Hauptglaubenssätze, die uns das Leben so schwer machen, nämlich ich bin nicht gut genug. Die vier ekligen Geschwister, für die es noch nicht wissen, die sind: ich bin mein Körper, ich bin falsch, ich bin nicht gut genug und ich bin es nicht wert, geliebt zu werden. Wer diese vier Glaubenssätze in sich trägt, der fährt dann sein Leben garantiert vor die Wand. Also diese vier Glaubenssätze sind so dieses Fundament dieses Turms aus vielen Glaubenssätzen, die uns das Leben schwer machen. Da gibt es hunderte von Varianten und Glaubenssätzen und die wirken unterbewusst, und das Problem ist, wenn diese unterbewussten Sätze aktiv werden, dann bestimmen diese unser Leben. Heute reden wir über den Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, und wie wir diesen Glaubenssatz auflösen können und vielleicht auch damit andere Glaubenssätze auflösen. Ich bin nicht gut genug. Dieser Satz hat vielfältige Wirkungen auf unser Leben. Eine der vielleicht wichtigsten ist einfach, dass wir dann zum Perfektionismus neigen. Das bedeutet, ich bin nicht gut genug, also fange ich jetzt gar nicht an. Also du hast zum Beispiel eine hervorragende Idee, ein Buch zu schreiben, und das, was dann passiert ist: ja, aber meine Rechtschreibung, meine Grammatik, ist mein Ausdruck gut genug, werden die Leute das lesen? Und in dem Moment macht es bei dir Klack und du fängst gar nicht erst an. Oder du hast das in der Partnerschaft und dann kommen solche Gedanken wie, ich bin nicht gut genug für meinen Partner. Und dann möchtest du dich einfach zurückziehen, oder du denkst, er wäre besser als du. Und und dann kommen halt solche schwierigen Konstellationen, wo du dich zurückziehen möchtest oder die Beziehung in Frage stellst. Was Amabel da andeutet, ist übrigens eines der häufigsten Beziehungsprobleme, dass wir tatsächlich glauben, dass wir für unseren Partner nicht gut genug sind und deswegen lauter Gründe finden, warum diese Partnerschaft nicht funktioniert. Und das nächste ist, dass wir anfangen zu projizieren und manche machen das dann so, dass sie dann ihren Partner runtermachen und sagen, er wäre nicht gut genug und er müsste irgendwas machen, weil ihnen eigentlich nicht auffällt, dass sie bei sich dieses Problem haben, dass sie selber denken, dass sie nicht gut genug sind. Und in dem Moment fängst du an zu projizieren und die Fehler des anderen zu sehen. Also das machen manche. Du siehst vielleicht, ich habe gerade die vier ekligen Geschwister aufgezählt, dass dieser Satz, ich bin nicht gut genug, wenn du ihn auf der Partnerschaftsebene anwendest, ja schon sehr eng verwandt ist mit, ich bin es nicht wert, geliebt zu werden, ja, weil ich nicht gut genug bin. Und es ist klar, in dem Moment, wo das da hinübergeht, du bist es nicht wert, geliebt zu werden, dann kannst du deine Partnerschaft im Grunde genommen nur noch vor die Wand fahren. Pass einfach nochmal. Wenn man diesen Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, erfolgreich auflösen kann, dann lösen sich andere Glaubenssätze, die auf diesem Glaubenssatz, also die mit diesem verflochten sind, wie von Geisterhand selbst auf, und du fühlst dich unendlich befreit. Also da löst sich richtig viel, wenn man diesen Glaubenssatz erfolgreich bearbeitet hat. Und wir wollen euch heute einladen, mit ein paar Techniken diesen Glaubenssatz aufzulösen bzw. teilweise auflösen zu können, und geben euch Methoden an die Hand, um es konkret durchführen zu können. Also, wenn du diesen Glaubenssatz bearbeitest, dann wirst du wahrscheinlich auch feststellen, dass diese Varianten, die es da gibt, die zu dem Satz, ich bin nicht gut genug, gehören, also ich bin nicht gut genug für das, ich kann dies nicht, ich kann jenes nicht, dass die automatisch ans Tageslicht kommen
Es mag sein, dass es auch notwendig ist, umgekehrt, wie Annabelle es gesagt hat, einzelne Dinge einzeln aufzulösen, damit sich der Knoten löst. Ja, wie so ein Wollknäuel, wo du einzelne Fäden erstmal rausholen musst, bevor du den Knoten tatsächlich komplett lösen kannst. Das Einfachste, was du sofort tun kannst, dass du dich ruhig hinsetzt, und das ist eine ganz starke Frage, die ich da habe, die stellst du dir nach innen und dann fragst du dich einfach, warum bin ich gut genug? Diese Fragetechnik nennt sich Affirmation. Nicht Affirmation, sondern Affirmation. Das heißt, ich versuche meinem System nicht etwas aufzupropfen, etwas weiß zu machen, sondern ich suche im System nach der Antwort, warum bin ich denn gut genug? Es ist wichtig, dass du jetzt nicht deinen Verstand fragst. Also nicht sowas wie, was könnte die Antwort sein, und ich mache mir eine Liste. Das könntest du sogar machen. Aber viel wichtiger ist, dass du die Frage nach innen stellst und deinem System sozusagen den Auftrag gibst, nach der Antwort zu suchen. Du kannst diese Technik so oft es geht anwenden, wie du möchtest. Wenn, immer wenn du gerade dran denkst, wenn dir nichts einfällt, was du zu tun hast, was weiß ich, wenn du im Bus sitzt, wenn du draußen spazieren gehst, kannst du dich immer wieder diese Frage stellen. Aber am besten natürlich ist es, wenn du so kurz vorm Einschlafen bist oder früh nach dem Aufwachen, dann ist man so in einem schönen, ruhigen Zustand. Und da kann das noch tiefer in dich eindringen. Die nächste Technik wäre, das ist aus dem EFT, und da gibt es diesen Punkt hier, diesen Herzchakra-Punkt, und da so mit der Faust den Klopf und dabei sagst, auch wenn ich denke, dass ich nicht gut genug bin, kann ich mich lieben und annehmen, wie ich bin. Und dann kannst du da reinfühlen, und das hilft auch ganz ungemein. Es ist eine ganz starke Vereinfachung aus dem EFT auf eine Art und Weise, wie du es sofort selber anwenden kannst. Und es ist der Punkt, der einfach am wirksamsten ist. Und hier geht es darum, dass du tatsächlich deinen Mangel nicht beseitigen musst, sondern dass du einen schnelleren Weg gehen kannst, einfach, obwohl das da ist, damit erkennst du es an, ja? Damit wird es dir bewusst. Obwohl das da ist, kannst du dich damit lieben und annehmen, wie du bist. Und damit wird das nicht mehr zum schweren Problem. Auf energetischer Ebene passiert dabei Folgendes. Der Satz lockert sich aus dem System und du kannst ihn leichter sehen, du kannst ihn leichter anerkennen, weil erstens ist es nicht mehr nötig, dass du gut genug bist, und zweitens löst es sich dann auch leichter, weil du ihn sehen kannst. Das heißt, du kannst erkennen, dass es nicht wahr ist. Und es gibt auch ein paar Fragen, die du dir stellen kannst, wo du den Glaubenssatz erfolgreich auflösen kannst. Die Technik nennt sich The Work von Byron Katie. Und wir laden euch jetzt ein, das mit uns gemeinsam zu machen. Ihr könnt auch das Video zwischendurch stoppen. Ihr könnt euch ein Blatt Papier auch nehmen, das ist immer recht hilfreich, und euch eure Gedanken aufschreiben dazu. Wir zeigen euch, wie das ungefähr funktionieren kann, und machen das mal einfach. Und wichtig ist, dass auch The Work, auch diese Techniken, die müssen nicht perfekt sein. Also du bist gut genug dafür, auch dann, wenn du sie nicht perfekt anwendest. Das ist die Frage. Okay, du bist nicht gut genug. Genau, ich bin nicht gut genug. Das ist mein Glaubenssatz. Ist das wirklich wahr? Ja, das ist wahr. Ich bin nicht gut genug. Kannst du dir hundertprozentig sicher sein, dass das wahr ist? Nein, das kann ich nicht. Also, Nummer 1. Ist das wirklich wahr? Und die zweite Frage, kann ich mir hundertprozentig sicher sein, dass das wahr ist? Die dritte Frage ist, was macht das mit dir, wenn du glaubst,
dass du nicht gut genug bist, wie fühlst du dich dann? Wie behandelst du andere Menschen? Was tust du? Was denkst du? Wenn ich glaube, dass ich nicht gut genug bin. Ja, das Erste, ich fühle mich schlecht. Also da ist so ein Gefühl, ja, das ist wie wenn ein Loch in meinem System wäre und ich habe schon keine Lust, mich überhaupt irgendwelche Energie auf ein Ziel zu richten. Wenn mir jetzt jemand einen Vorschlag macht, wie es zu machen ist, dann kommt es als, nee, das will ich eigentlich nicht. Und ich komme auf lauter Ideen, warum es nicht funktioniert. Und damit werte ich die Energie, die der andere macht, die der andere mir gibt, die werte ich damit ab. Und er fühlt sich dann auch schlecht. Das waren jetzt nur ein paar Beispiele, was Vicente gesagt hat. Jeder darf natürlich seine eigenen Gedanken und Gefühle dazu äußern. Und es ist am besten, wenn du das wirklich aufschreibst, in Ruhe für dich machst und wirklich mal reinfühlst. Es können auch neue Glaubenssätze, gerade bei der Frage, wie fühle ich mich dann und was denke ich dann, können auch neue Glaubenssätze entstehen, die kannst du dir auch aufschreiben, aber bleibe bitte bei dem einen Glaubenssatz, den du angefangen hast zu bearbeiten. Die nächste Frage wäre dann, was wäre ich für ein Mensch, wenn ich diesen Gedanken nicht hätte? Wie würde ich mich fühlen, wenn dieser Gedanke nicht da wäre? Wie fühlst du dich, wenn der Gedanke nicht da wäre? Wie würdest du dich fühlen? Ja, wenn der Gedanke nicht da wäre, wenn dieser Gedanke nicht da ist, dann fühle ich mich frei, die Dinge umzusetzen. Ich fühle mich frei. Ich komme auf Ideen, wie man es machen könnte. Und meine Energie richtet sich auf das Ziel und damit auf den Weg der Materialisierung. Jetzt kommt Schritt 4. Wir drehen den Satz um. Den Satz, ich bin nicht gut genug, drehen wir um. Also als Beispiel, ich bin gut genug. Ich bin gut genug. Und dafür tust du Beispiele finden, warum du gut genug bist. Warum bist du gut genug? Also ich bin gut genug, weil ich offensichtlich in meinem Leben schon sehr viel auf die Beine gestellt habe. Angefangen mit meinem Schulabschluss, mit dem es sehr schlecht war. Angefangen mit meiner Berufung, die jetzt endlich steht. Und es hört natürlich auf, einfach mit dem Wohlbefinden, das ich in mir drin habe. Einfach nur, weil ich bin, wer ich bin. Deswegen bin ich gut genug. Was würdest du Menschen sagen, die wirklich nichts auf die Reihe gekriegt haben in ihrem Leben, die nicht die Schule geschafft haben, die keinen erfolgreichen Beruf gemacht haben? Die haben ja die meisten Komplexe und Probleme damit, weil sie sich dann auch noch Vorwürfe machen. Also die finden ja dann nichts, was sie gut genug finden an sich, weil sie irgendwie nichts haben. Selbst das ist kein Problem, weil schau mal, du bist doch hier. Du bist hier und das ist der Beweis dafür, dass du bisher gut genug warst, weil sonst wärst du gar nicht mehr da. Und du kannst jetzt die Entscheidung treffen, Liebe zu sein. Du kannst jetzt die Entscheidung treffen, achtsamer zu sein, weil diese Fähigkeit liegt in dir und du bist gut genug dafür. Ich sag mir immer, ich bin gut genug, weil ich liebe. Der andere ist, ich bin gut genug, weil ich bin. Selbst das reicht schon. Die Tatsache ist folgende, wenn Gott dich nicht gewollt hätte, dann wärst du nicht hier. Das heißt, für ihn bist du gut genug und dieses Urteil solltest du erst einmal akzeptieren. Mir kommt dann auch dazu, ich bin es wert, ich bin wertvoll, ich bin ein wertvoller Mensch und deswegen bin ich gut genug. Und warum bin ich wertvoll? Ich bin wertvoll, weil ich bin, weil ich da bin, weil ich an meinen Themen arbeite und die Liebe weitergebe und in die Welt gebe. Und selbst die Tatsache, dass du nur bist, als wenn du nicht tust, selbst das reicht schon. Du bist gut genug, weil du da bist. Weil du bist. Das alleine genügt schon. So
Ich wiederhole jetzt nochmal die Fragen für euch alle. Ihr könnt euch das aufschreiben und dann auch andere Glaubenssätze damit bearbeiten. Frage Nummer 1. Ist das wirklich wahr? Zweitens. Kann ich mir hundertprozentig sicher sein, dass das wahr ist? Drittens. Was macht das mit mir, wenn ich diesen Glaubenssatz, diesen Gedanken Glauben schenke? Wie fühle ich mich? Wie behandle ich andere? Was denke ich? Ist das ein stressiger Gedanke? Ist das ein positiver Gedanke? Dann, was wäre ich für ein Mensch, wenn dieser Gedanke nicht da wäre? Und zu guter Letzt machst du die Umdrehung und findest Beispiele dafür, dass der umgedrehte Satz die Wahrheit ist. Also warum könnte der Satz wahrer sein als der erste Glaubenssatz? Und es ist wichtig, dass du nicht nur ein Beispiel findest, sondern dass du länger darüber nachdenkst und ein paar Beispiele dafür findest. Also gerade diese dritte Technik ist sehr wirksam, wenn auch nicht ganz so einfach wie die ersten beiden. Und wenn du mal das Gefühl hast, okay, ich komme damit nicht weiter, dann wende dich doch einfach an uns. Kontaktdaten stehen unter dem Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Übrigens war dieses Video nicht perfekt. Und wir haben aber alles drin gelassen, weil es ist gut genug. Wenn wir gedacht hätten, okay, wir sind nicht gut genug, wäre es nie entstanden. Und du hättest diese Informationen nie bekommen. Denk einmal darüber nach.